Kapitel 12, Abschnitt 5. Die zwei Gefühle. Wir haben gesagt, dass du nur zwei Gefühle hast, Liebe und Angst. Das eine ist unveränderbar, doch fortwährend untereinander getauscht, da es den Ewigen von den Ewigen geschenkt wird. In diesem Austausch wird es ausgedehnt, denn es vermehrt sich, indem es geschenkt wird. Das andere Gefühl hat viele Formen. Denn der Inhalt individueller Illusionen ist höchst unterschiedlich. Doch sie haben alle eines gemeinsam. Sie sind alle wahnsinnig. Sie sind aus Anblicken gemacht, die nicht gesehen und aus Geräuschen, die nicht gehört werden. Sie lassen eine private Welt erstehen, die sich nicht mit anderen teilen lässt. Denn sie haben nur für ihren Macher Bedeutung und daher haben sie überhaupt keine Bedeutung. In dieser Welt bewegt ihr Macher sich allein, denn nur er nimmt sie wahr. Ein jeder bevölkert seine Welt mit Gestalten aus seiner persönlichen Vergangenheit und daran liegt es, dass sich private Welten tatsächlich unterscheiden. Doch die Gestalten, die er sieht, waren niemals wirklich, denn sie sind nur aus seinen Reaktionen auf seine Brüder gebildet und schließen ihre Reaktionen auf ihn nicht mit ein. Deshalb sieht er nicht, dass er sie gemacht hat und dass sie nicht ganz sind. Denn diese Gestalten haben keine Zeugen, da sie nur in einem einzigen separaten Geist wahrgenommen werden. Und durch diese seltsamen und schattenhaften Gestalten treten die Wahnsinnigen mit ihrer Welt des Wahnsinns in Beziehung. Denn sie sehen nur die, die sie an diese Bilder erinnern, und sie sind es, mit denen sie in Beziehung treten. So kommunizieren sie mit denen, die nicht da sind, und diese sind es, die ihnen Antwort geben. Und niemand hört ihre Antwort außer dem, der sie angerufen hat, und er alleine glaubt, dass sie ihm Antwort gaben. Projektion erzeugt Wahrnehmung, und über sie hinaus kannst du nicht schauen. Immer wieder haben Menschen sich gegenseitig angegriffen, weil sie in anderen eine Schattenfigur in ihrer eigenen privaten Welt gesehen haben. Und also ist es, dass du zuerst dich selbst angreifen musst, denn was du angreifst, ist nicht in anderen. Seine einzige Wirklichkeit ist in deinem eigenen Geist, und indem du andere angreifst, greifst du buchstäblich das an, was nicht vorhanden ist. Die Wahnhaften können sehr zerstörerisch sein. Denn sie begreifen nicht, dass sie sich selbst verurteilt haben. Sie wollen nicht sterben, aber sie wollen die Verurteilung auch nicht loslassen. So trennen sie sich in ihre privaten Welten, wo alles ungeordnet ist und das, was innen ist, außen zu sein scheint. Was aber innen ist, sehen sie nicht, denn die Wirklichkeit ihrer Brüder können sie nicht erfassen. Du hast nur zwei Gefühle, in deiner privaten Welt jedoch reagierst du immer auf das eine, als wäre es das andere. Denn Liebe kann in einer Welt für sich nicht weilen, in der sie nicht wahrgenommen wird, wenn sie kommt. Wenn du deinen eigenen Hass als deinen Bruder siehst, dann siehst du ihn nicht. Jeder sucht die Nähe dessen, was er liebt, und schreckt vor dem zurück, wovor er Angst hat. Du reagierst mit Angst auf Liebe und weichst vor ihr zurück.
Die Angst hingegen zieht dich an und im Glauben, sie sei Liebe, rufst du sie zu dir herbei. Deine private Welt ist gefüllt mit Angstgestalten, die du eingeladen hast, und all die Liebe, die deine Brüder dir anbieten, siehst du nicht. Wenn du deine Welt mit offenen Augen ansiehst, muss dir auffallen, dass du dich in den Wahnsinn zurückgezogen hast. Du siehst, was nicht vorhanden ist, und hörst, was kein Geräusch erzeugt. Deine Äußerungen von Gefühlen sind das Gegenteil dessen, was die Gefühle selber sind. Du kommunizierst mit niemandem und bist genauso isoliert von der Wirklichkeit, als wärest du allein im ganzen Universum. In deinem Wahnsinn übersiehst du die Wirklichkeit vollständig und siehst überall, wo du hinschaust, nur deinen eigenen gespaltenen Geist. Gott ruft dich und du hörst nicht, denn du bist mit deiner eigenen Stimme beschäftigt. Und die Schau Christi ist nicht in deiner Sicht, denn du schaust allein dich selber an. Kleine Kinder, möchtet ihr dies eurem Vater anbieten? Denn wenn ihr es euch selber anbietet, dann bietet ihr es ihm auch an. Und er wird es nicht erwidern, denn es ist eurer unwürdig, weil es seiner unwürdig ist. Doch möchte er euch davon erlösen und euch befreien. Seine vernünftige Antwort sagt euch, dass das, was ihr euch selber angeboten habt, nicht wahr ist, dass aber, was er euch anbietet, sich nie verändert hat. Ihr, der ihr nicht wisst, was ihr tut, könnt lernen, was Wahnsinn ist, und über ihn hinausschauen. Euch ist es gegeben zu lernen, wie ihr den Wahnsinn leugnen und aus eurer privaten Welt in Frieden hervorgehen könnt. Denn du wirst sie lieben, und indem du ihnen näher rückst, wirst du sie zu dir ziehen und als Zeugen für die Wirklichkeit wahrnehmen, die ihr mit Gott teilt. Ich bin bei ihnen, wie ich bei dir bin. Und wir werden sie aus ihren privaten Welten herausziehen, denn so, wie wir vereint sind, so möchten wir uns mit ihnen vereinen. Der Vater heißt uns alle freudig willkommen, und Freude ist es, was wir ihm schenken sollten. Denn jeder Gottessohn ist dir gegeben, dem Gott sich selbst gegeben hat. Und es ist Gott, den du ihnen anbieten musst, um seine Gabe an dich zu erfassen. Die Schau ist vom Licht abhängig. In der Dunkelheit könnt ihr nicht sehen, doch in der Dunkelheit, in der privaten Welt des Schlafes, seht ihr in Träumen, obgleich eure Augen geschlossen sind. Hier habt ihr, was ihr seht, gemacht. Doch lasst die Dunkelheit los, und alles, was ihr gemacht habt, werdet ihr nicht mehr sehen, denn sein Anblick hängt vom Verleugnen der Schau ab. Aus dem Verleugnen der Schau folgt aber nicht, dass ihr nicht sehen könnt. Aber genau das ist es, was die Verleugnung bewirkt, denn durch sie akzeptiert ihr den Wahnsinn und glaubt, ihr könntet eine private Welt machen und über eure eigene Wahrnehmung herrschen. Doch hierfür muss das Licht ausgeschlossen werden. Träume verschwinden, wenn das Licht gekommen ist und ihr sehen könnt. Suche die Schau nicht durch deine Augen, denn du hast deine Sichtweise gemacht, um in der Dunkelheit sehen zu können, und darin wirst du getäuscht. Jenseits dieser Dunkelheit und dennoch in dir ist die Schau Christi, der auf alle im Licht schaut.
deine Sicht kommt aus der Angst, so wie seine Schau aus der Liebe kommt. Und er sieht für dich als euer Zeuge für die wirkliche Welt. Er ist die Manifestation des Heiligen Geistes und schaut immer auf die wirkliche Welt, ruft ihre Zeugen auf und zieht sie zu euch hin. Er liebt, was er in deinem Innern sieht und möchte es ausdehnen. Und er wird nicht zum Vater zurückkehren, solange er nicht eure Wahrnehmung ausgedehnt hat, sogar bis zu ihm hin. Und dort ist Wahrnehmung nicht mehr, denn er hat dich mit sich zum Vater zurückgebracht. Du hast nur zwei Gefühle. Eines hast du gemacht und eines wurde dir gegeben. Jedes ist eine Art zu sehen und unterschiedliche Welten entstehen aus ihrer unterschiedlichen Sicht. Sieh durch die Schau, die dir gegeben ist, denn durch Christi Schau erblickt er sich selbst. Und da er sieht, was er ist, erkennt er seinen Vater. Jenseits deiner dunkelsten Träume sieht er Gottes schuldlosen Sohn in dir, in vollkommenem Glanz erstrahlend, der ungetrübt von deinen Träumen ist. Und das wirst du sehen, wenn du mit ihm schaust. Denn seine Schau ist seine Liebesgabe an euch, die ihm vom Vater für euch gegeben wurde. Der Heilige Geist ist das Licht, in dem Christus offenbar wird. Und alle, die ihn schauen möchten, können ihn sehen, denn sie haben um Licht gebeten. Auch werden sie ihn nicht alleine sehen, denn er ist ebenso wenig allein, wie sie es sind. Weil sie den Sohn sahen, sind sie in ihm zum Vater auferstanden. Und all dies werden sie verstehen, weil sie nach innen geschaut und jenseits der Dunkelheit den Christus in sich gesehen und ihn wiedererkannt haben. In der Vernunft seiner Schau haben sie mit Liebe auf sich selbst geblickt und sich selbst so gesehen, wie der Heilige Geist sie sieht. Und mit dieser Schau der Wahrheit in ihnen ist alle Schönheit der Welt gekommen, um auf sie zu leuchten.